sind mit vier, Handgepäckstücke. Handgepäckstücke. Ich Koffer nicht mitnehmen durfte, weil mir 10 Minuten zu spät war. Sag mal dein Handgepäck. Das Wichtigste, Mama. Was ist das? OB. Jetzt gehen wir auf Hotelsuche, weil das haben wir natürlich auch noch nicht. Ja. Erster Tag, Sonnenbrand, Schulterschmerzen hier vom Koffer tragen. Ich zeig's euch mal. Oh, nun die ganze Weiber. Nur Helmut, nur Lady Gaga, nur Massage, nur Kokomelo, nur Figi Figi, nur Sunglasses, eine schöne Uhr, Blasen, 5 Euro Geldbeutel. Das ist geil. Ja, Helmut. Helmut? Ja. Kann schon das Statement abgeben. Das ist der Tim, den habe ich hier gerade kennengelernt. Timo Wald kennengelernt, der macht gerade eine Promotion zu 5 Euro, ein ganz großer Typ. Ich glaube, das wird auch mal ein Hit. Ich habe mir was gegönnt. Yo, servus Freunde, hier Video, Eintrag 2800, Tag 2. Ich will einen Tipp geben, was ist besonders hilfreich? War ich 2-3 Tage wach oder 4 oder 5? Du hast schon wieder getrunken. Yo Freunde, hier Bierkönig, am Freitagabend, Tamilu nüchtern noch. Hallo, Chino Wald live hier im Bierkönig, es läuft mega. Bierkönig, DJ Mine, Chino Wild. Was denn? Chino Wild. Feuerbereit. Chino Wild. Chino Wild. Chino Wild. Ich hab mir seine CD gebracht. Morgen läuft die hier. Versprochen. Nut, der hat Dreiecken ab, mein Hut. Und Weltmeister, Alter. Ich liebe deutsche Live. Deutsche haben so kleines Rennzeug. Freunde, es ist echt anstrengend hier. Ole, ole. Wir haben einen neuen Schrank gefunden. Auf in Mallorca, aber auf otto.de. Guck mal bitte ins obere Fach. Vielleicht finden wir mal irgendwas, was wir gebrauchen können. Was wir gebrauchen können. Da ist eine Tüte drin. Aber die Tüte. Ja, aber meine Tüte steckt. Wir versaufen unser Geld mit den Kommoden dieser Welt. Freunde, meine Kommode, wie findet ihr sie? Gefunden auf Otto.de. Freunde, Chino Wild, Tamilu, Chino Wild unterwegs in Mallorca, wir melden uns zurück. Schwester, frag mal, oder? Du hast gleich gesagt, du hast die andere genommen, oder? Ja, ich bin ja fast zusammengeklappt. Was sag ich? Sie mir haben Trag 3. Leute, Tag 3, gerade aus der Dusche, wie man sieht. Vom Pool in die Dusche. Vom Pool in die Dusche. So. Ah, nein. Das ist nicht mein Handtuch. Das sieht aus wie so eine Kanadierin. Freunde, wenn ihr meint, dass die Tamara an dem vorigen Video aussieht wie so eine Kanadierin im Psoffenen, dann schreibt es doch bitte mal unter das Video. Und wenn ihr denkt, dass hätte die nochmal doof, schreibt es unter das Video. Freunde, der Wahnsinn geht weiter hier, dritte Runde. Alle gucken uns schon an, wegen unseren Aufklebern. Na komm! Freunde, läuft bei mir hier. Bierkönig, Tag 3. Hier wieder Kumpels getroffen. Die kennen da ja noch. Sami Lutsch wieder am Rumsimsen. Hier unten lauter hübsche Mädels. Bierkönig. Hi everybody. I stay with Gino. It's a big party. Mallorca. Summer. It feels good. Läuft bei dir, Freunde. Big Brother Klaus am Start. Gino, bei dir. Läuft bei dir, oder? Läuft an. So wie dein Lied. Läuft auch, oder? Ja. Sehr geil. Gino, du geile Schlange. Du kannst so tief und so lange. Gino Wild, number one, Alter. Gino Wild.
König, ohne Scheiß. Nein, ich dokumentiere Tag 3 oder beziehungsweise Nacht 3. Erstes Mal Frühstück, es hat 8 Uhr geläutet, die Tamie ist natürlich immer pünktlich. Tag 4. Wir sitzen hier an der Bank zum Bus. Und das hat einen bestimmten Grund. Meine Stimme ist weg, ich habe auch Halsweh. Die Eskalationen hier sind einfach eskalierend. Und zwar habe ich gestern die Tamara mit dem Taxi gesucht. Habe ich mein Handy im Taxi liegen lassen. Das Handy liegt jetzt beim Taxifahrer. Der hat sich telefonisch hier in der Rezeption gemeldet in Inka. Und jetzt sitzen wir hier in der Buslinie 23. Warte auf den Bus und fahren jetzt in den Hauptbahnhof. Und von dort mit dem Zug weiter nach Inka. Und hole mein Handy. Ein schöner Ausflug. Freunde, wir sind im Bus hier. Im spanischen Regionalbus. Hier hinten ist so ein Geruckel, das ist schlecht. Wir haben nichts getrunken, wir sind unterwassert. Statt wir uns mal ein Wasser gekauft hätte, sind wir einfach direkt auf in den Bus eingestiegen. Jo, Freunde, wir haben einen Burger King gefunden. Jo, Freunde, wir melden uns hier aus dem Zug. Jo, jetzt sitzen wir hier gerade im Zug. Läuft bei uns Promotour nach Inka, mein Handy hole, weil ich es gestern verloren habe. Ich bin froh, wenn ich wieder daheim bin, Leute. Und zwar, wir sind hier angekommen in Inka. Hinter uns hier der Bahnhof. Komm mal schön ins Sicht. Für deine Facebook-Fans. Genau. Yo, Freunde, heute Tag 4. Yo, Freunde, wir sind im Megapark hier. Ich zeige euch mal Mittag oder Vorabend. Wir trinken schon wieder hier Radlermaß aus Röhrchen. Bist du brown, kriegst du Video. Oh. Bist du brown, kriegst du Video. Neubereich ohne Scheiß. Bierkönig, Mallorca, 2015. Kurz vor einer Panikattacke. Ich will auch echt gar nichts mehr. Ich will in mein Bett jetzt sofort. Freunde, wir sind am Flughafen, wir haben unser Gepäck bzw. irgendwie ein Ding. Unsere DM-Tüte aufgegeben. Weil für alle, die es nicht mitbekommen haben, bei der Hinreise haben wir es leider vercheckt mit unserem Koffer, durften kein Gepäck mitnehmen, haben halt alles in 2-3 Tüten rein als Handgepäck dann. Sonst hätte man den Flieger nicht mehr kriegt. Freunde, hier ist so eine Parfümfahne, da muss ich echt verbrechen. Ich muss aufs Klo. Liebe Schuhe. Scheiße, wir haben heute Morgen bis um 8 gefeiert. Mir geht's gut, Freunde, mir geht's gut. Bis 8 Uhr morgens waren wir unterwegs und um 11 Uhr mussten wir das Hotelzimmer verlassen. Die Schweine uns rausgeschmissen haben aus dem Hotel. Also weiter vermietet hatte, mussten wir um 11 Uhr das Zimmer verlassen. Muss ich das machen? Freunde, wir warten hier auf den Koffer und der schönste Koffer gehört. Der Tami, du. Gestern Tag, ja? So, jetzt noch ein abschließender Satz zum Urlaub. Bevor es jetzt durch die Tore geht in die Reha. Mallorca ist kein Urlaub, Mallorca ist anstrengend.